Ein Geisterrad erinnert am Radweg der Landshuter Allee an die Münchnerin, die im Juli letzten Jahres hier tödlich verunglückt ist. Insgesamt sind laut Verkehrsbericht 2015 5 Radler auf Münchenstraßen gestorben. Das sind 2 weniger als letztes Jahr. Statistisch gibt es in der Landeshauptstadt alle 3 Stunden einen Verkehrsunfall mit Beteiligung von Radlern. Eine Stelle, die der ADFC gerade besonders kritisch beobachtet, ist die Baustelle rund um den Stachus. Man hat hier schlichtweg einfach vergessen, eine Lösung für den Radverkehr zu machen. Der Radweg ist baustellenbedingt gesperrt und man sieht das auch schön im Hintergrund. Tatsächlich ist er eigentlich seit Montag schon wieder in Ordnung. Es stehen nur leider immer noch die Absperrbarken da. Radfahrer müssen deshalb jetzt hier vom Radweg auf die Fahrbahn ausweichen. Ein erfahrener Radfahrer kann das sicherlich machen, aber man muss auch an Senioren und Eltern mit Kindern denken. Das Problem in der Radlhauptstadt: die Bereitschaft, Verkehrsraum zugunsten der Zweiräder umzuverteilen, sei bis jetzt einfach zu gering gewesen, meint Groh. Doch möglicherweise tut sich jetzt was. Da sind wir jetzt sehr froh, dass es am Dienstag endlich nach einer 2-jährigen Blockade beschlossen wurde, dass das KVR weitere Radfahrstreifen anlegen darf, die man dringend zur Sicherheit der Radfahrer braucht. Da geht natürlich ein gewisses Lob einerseits, dass jetzt die Bereitschaft da ist, andererseits natürlich die Kritik, dass man sich so lange hat warten lassen. Ein weiteres Problem sind auch die zahlreichen Lücken im Radnetz, so wie hier in der Elisenstraße Ecke Dachauer Straße. Der Radweg endet einfach und zwingt die Radfahrer auf die Straße. Wie kommt das? Weil man vermutlich bis dato keine andere bauliche Lösung gefunden hat und weil man natürlich viele Jahre in München dem Radverkehr nicht diesen Stellenwert eingeräumt hat, den er heute in unserer Politik hat. Was wir wollen, ist, dass jeder Verkehrsträger seinen Raum hat. Und deshalb haben wir ja auch, insbesondere wir als CSU, uns sehr dafür stark gemacht, dass wir die Verkehrsträger immer dort, wo wir es können, trennen, dass wir die Sicherheit erhöhen, dass wir die Fortbewegungsqualität erhöhen. Und ich glaube, dass wir da jetzt auch dabei sind, ein gutes Stück weiterzukommen an vielen Stellen. Es sieht so aus, als käme München dem Anspruch Radlhauptstadt wieder einen Schritt näher. Allerdings geht auch ein Appell an die Radler selbst raus. Denn mehr als die Hälfte der Unfälle wurde von den Fahrradfahrern selbst verursacht. Es ist natürlich so, dass es auch viele Radfahrer gibt, die sich nicht an die Spielregeln halten. Leider, man verleitet es ihnen leider auch in vielen Fällen oder erzieht sie dazu, dass sie sich irgendwie eine Lösung suchen, so wie hier. Ja, es ist offiziell, es ist Fahren verboten für Radfahrer, aber man hat schlichtweg einfach keine Lösung bereitgestellt. Das soll aber nicht rechtfertigen, dass die Leute sich nicht an Lösungen, an die Verkehrsregeln halten. Die Radfahrerin, die hier verunglückte, hat sich an die Regeln gehalten. Um diese Stelle zu entschärfen, gibt es bereits mehrere Vorschläge wie getrennte Grünphasen und Reduzierung auf eine Abbiegespur für Autos. Ob und wann das umgesetzt wird, ist nicht klar.